Sieben Landfrauen aus der ganzen Schweiz haben siebenmal füreinander gekocht und sich gegenseitig bewertet. Heute kommt es aus, wer das allerbeste Frühlingsmenü hat aufgetischt. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Liebe Fans, Freunde, Familie von der Landfrauenküche 2022, ich begrüße euch recht herzlich hier aus dem Kundlifinger Hof, aus Schlatt im Kanton Thurgau, zum grossen Finale der 16. Staffel. Heute küren wir hier die Landfrau 2022. Und jetzt holen wir die Anwärterinnen für das prestigeträchtige Amt gerade zu uns. Herzlich willkommen aus dem Kanton Bern. Wie Sachen? Anja Mag. Aus dem luzernischen Rohr Matz, Monika Emenegger-Kurmann. Aus dem argauischen Seis, Daniela Huwiller. Aus Balterswil, Kanton Thurgau, Helen Imhoff. Kegiswil, Obwalden, Lydia Barmettler. Aus Unterreger im Kanton Zug, Katrin Itter. Und Eliane Schütz, die letzte von unserer Frühlingsstaffel aus Rickenbach im Kanton Schweiz. Wunderbar, seht ihr alle zusammen aus, wunderbar rausgepützelt. Ich sehe etwas Trachten, eine Ausgangstracht bei Daniela. Sehr schön. Daniela, sag mal, wo bist du nervöser an deinem Landfrauenabend oder jetzt hier Finalsendung? Ja, das ist glaube ich, schon etwas Spezielles, jetzt am Finale zu stehen. Es ist ein bisschen eine andere Nervosität, aber gut. Lydia, was geht dir durch den Kopf, wenn du denkst, dass du vielleicht heute die Gewinnerin wirst? Oh, Jesus Gott. Noch nichts. Ich lasse total auf mich zukommen. Also, keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich bin total offen. Jetzt, von außen hat man so das Gefühl, ihr habt eine wahnsinnig freundschaftliche, gute Stimmung untereinander. Kathrin, wie ist das wirklich? Also, das ist wirklich so. Ich kann nichts anderes sagen. Ich hoffe, es geht allen so. Ja. Nein, wir haben es schön miteinander gehabt. Sehr schön, ja. Und heute Abend wird die Gewinnerin unter euch gekürt. Aber nicht nur bei uns gibt es eine Gewinnerin, sondern auch bei euch daheim kann jemand jubeln. Darum packt eure Chance und macht mit bei unserem Zuschauerwettbewerb. Jetzt beim Wettbewerb der Landfrauenküche mitmachen und Preise im Gesamtwert von 5'000 Franken gewinnen. Einfach anrufen auf 0901 544 911. Frei Franken 20 oder gratis mit dem Handy im Internet. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir 5 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1'000 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Alle Infos und Gewinner findet ihr auf unserer Webseite. Viel Glück! Das grosse Finale ist nicht nur das Highlight dieser 16. Landfrauenküche-Staffel, sondern es ist auch der Schluss der gemeinsamen Zeit von unseren 7 Landfrauen, die wir heute Abend hier haben. Eliane, was ziehst du für ein Fazit? Ja, das Fazit ist schon das, also es halt schon sehr bereichernd war, vor allem so wegen der Frauen, die dürfen kennenzulernen und die Erfahrung einfach so ein bisschen das Abenteuer. Schon und ganz abenteuerlich war es ja schon zwischen noch gewesen. Und es hat aber auch viel Schweiß und Arbeit gekostet. Ja, Helen, du hast ja einmal so der Schlotterung gehabt, dass du nicht mal die Suppe ausschenken konntest. Schaust trotzdem mit einem guten Gefühl zurück? Ja, das habe ich mit Humor genommen. Also, man muss nicht immer alles perfekt anbringen. Ich finde, das war super gewesen. Das haben sie dürfen zeigen. Aber ich habe es mega lässig gefunden. Und es macht es ja umso authentischer. Und gewöhnt zum Arbeiten und Därmen hinteren Litzen, das seid ihr ja alle, das haben wir gesehen, wo wir euch auf euren schönen Bauernhof haben besucht. Gerade bei dir, Helen, du hast ja mehr Hühner im Stall, als hier die Gemeinde Schlatt Einwohnerinnen und Einwohner hat. Und wir schauen jetzt zurück auf das, ich darf so sagen, verrückte Huhn in unserer Landfrauenrunde. Mitten in den 2000 Biohühner ist es Helen im Hof am wohlsten. Sie sind zahm und sie können immer die Füße bicken. Ich finde, sie sind so friedlich einfach.
Das Thema Huhn und Ei bestimmt der Alltag der Thurgauerin. Daheim ist sie in Balderswil zusammen mit ihrem Mann Marcel und dem Kind Emilia. Juppie. Der Nadine und dem Robin, der die Kühe am liebsten hat. Sie sind so lieb. Und ja, ich mache es halt gern. Seit 19 Jahren sind Helene und Marcel ein Paar. Wir haben uns in der Töffli-Zeit kennengelernt. Da bin ich mit meinem Töffli angefahren. Gas gibt Helene auch in der Küche. Brechen wir den? Nein, brechen wir den. Oh, das ist heiß! Wieso denn? Ach du! Wieso ist die besser klappt es mit der Vorspeise. Eine Hühnersuppe mit Suppenhuhngipfeli und Currydip. Der Hackbraten mit einem Überraschungsei ist doch noch gut garet auf dem Hauptspeistauer gelandet. Dazu Herdöpfelgratin und junges Gartengemüse. Den Hackbraten mit dem Ei drin habe ich noch nie gesehen und habe gestaunt, wie hat sie das Ei dort hineingebracht. Mit einem Thurgauer Dessertraum hat Helene ihr Essen abgeschlossen. Und der sauber gemachte Eierlikör hat auch nicht dürfen fehlen. Ich will gerne nochmal! Eliane Schürpf hat die Landfrauen mit dem Mietenlied empfangen. Gesungen mit ihren Kindern, Dario, Adrian und der Sarina. Der Bauernhof liegt ja gerade auch unterhalb der Mieten, in Rickenbach im Kanton Schweiz. Es ist ein Generationenbetrieb. Der Grosstätig Kari hilft seinem Sohn Beat beim Melken. Und die Grossi Paula schmeißt zusammen mit der Eliane die Besenbeiz Hauserenberg, die das 10-jährige Jubiläum feiert. Genauso lange ist Elian auch mit dem Beat verheiratet. Wir kennen uns schon lange. Hey, ja. Mhm. Ja, ja, wir hatten natürlich etwa eine Saugalli auf sie. Die ist mir schon aufgefallen. Ja. In der Freizeit geht Elian gerne zu Berg. Die Kräutchen, die sie auf den Wanderungen findet, landen fast immer in ihrem Menü. Mit einer Bergheusuppe mit Speck-Edouvis eröffnet Delianz die Nacht für die Landfrauen. Wow. Mutis Rahmbraten mit Bergkräutli-Knöpfli und ein Gemüsebouquet gibt es als Hauptgang. Also das Fleisch, das ist sehr lecker. Ja, sehr fein. Mm. Super saftig. Ist das Hals und Nier? Ein blinder Passagier hat sich auch noch auf die Dauer geschlichen. Hast du Reibung gehabt? Ja. Das ist richtig groß. Der hat mich jetzt gar nicht gestört, das Räubli. Der Herbert. Der Herbert. Ich bringe den Herbert in die Küche. Wer ist der Herbert? Muss erst schauen, da haben wir jetzt ein Räubli dran. Nein. Kleine Gucke. Nein. Mit einer traditionellen Heuernidle ist das Dessert gestartet. Dazu Löwenzahnglasse, Schwarztorncreme und ein Kirsch-Schocki-Küchli. Sehr interessant, sehr fein. Also, das würde ich wieder nehmen bei ihr. Ja. Das ist ein kleiner Rückblick. Eliane, wie fest hätte ich das Räubli gewurmt? Ja, kann man ein Räubli wurmen? Ich weiss nicht, es ist ja ein Räubli. Aber hat sie noch lange genervt? Lange nicht, aber der erste Moment natürlich schon. Mhm. Ja. Es ärgert einen. Ja, ja. Oder? Genau, gerade so dann. Auf einem Landfrauenteller. Ja. Hat sie eigentlich schon nichts zu suchen. Ja. Wobei, ich glaube, Helen hat sich eigentlich köstlich amüsiert. Da hat sie einen Punkt Zuschlag gegeben als Abzug. Ja, voll. Ich hatte gar kein Problem damit. Ja. Du hast ja noch deine Hühner können verfüttern. Ja, genau. Ja, und eure wunderbaren Kreationen sind auch sehr liebevoll und mit viel Sorgfalt serviert worden von euren Männern. Und ich finde, das hat tatsächlich noch einmal einen grossen Applaus verdient an dieser Stelle. Ja,
Ja, aber eigentlich reicht eben so ein Applaus nicht. Und darum küren wir heute Abend unter euch den Service Superstar. Ihr habt alle zusammen schon ein Zettel bekommen. Ihr dürft dort drauf jetzt gerade ein Kreuzchen setzen für den Mann, wo ihr findet, der am charmantesten, am elegantesten und überhaupt einfach ohne Fauxpas serviert hat, in euren Augen. Aber der eigene Mann zählt nicht. Als kleine Entscheidungshilfe hier noch einmal unser Rückblick auf eure treuen Servicegehilfe, die ja wahrlich nicht empfindlich sein dürfen. Also, jetzt musst du pressieren. Du musst einfach schauen, dass du nicht extrem wackeln. Und ja, nicht niessen, husten, einfach nicht. Ja. Gerade, gell? Hebst du es bitte gerade? Ich hoffe es gerade. Ja, ist gut. Jetzt musst du gehen. Hebst du es? Und säckle heu. Aber jetzt gehe ich mit zwei ja, und komme wieder, oder? Ja. Anja ist bei ihrem Mann Markus auf Nummer sicher gegangen. Ich habe so geschwaldert mit der Suppe beim Üben, dass sie gesagt hat, wir müssen das anders lösen. Das war den ganzen Abend lustig und er hat das sehr professionell und charmant hat er uns bedient. Die Monika hat es ihrem Mann Thomas nicht so einfach gemacht für den Suppenservice. Ja, das ist verlaufen, bis ich dich. Wir kommen schon noch so in die Rolle rein, wenn wir ein bisschen mehr machen. Hat das gut gemacht? Gerne wieder. Daniela hat wollen, dass ihr Patrick auch noch textsicher serviert. Es ist mir einfach wichtig, dass er den Wein gut präsentiert. Er ist jetzt am auswendig lernen. Willst du es noch mal sagen? Hä? Willst du es noch mal sagen, was das für ein ist? Oder ist gut? Das ist ein Cuvée. Nein, ein Cuvée. Du nicht Theater, du bist du sagen willst. Es ist ein. Ein Cuvée. Hast du wirklich gemerkt, wie er seinen Text glaub, innerlich abgerufen hat? Aber er hat das super gemeistert. Ja. Ich habe das souverän. Genossen, oder? Ja, genossen. Mit den Hühnern. Gut. Helen, ihr Ehemann, der Marcel, hat für den Service eine fiese Stege müssen überwinden. Stegeli auf und Stegeli ab. Aber Marcel hat den Humor nicht verloren. Was ich ganz lustig gefunden habe, die Einlage mit seiner Milchkanne. Dass er sich da verkleidet hat als Bäuer. Ja. Lydia, ihr Mann, der Lukas, langsam ab. Hat schwer zu tragen gehabt. Darum hat er Unterstützung bei den Landfrauen eingefordert. Darf ich euch bitten, dass ihr mir ein Messer auf die linke Seite nehmt? Es ist heiß, mit diesen Pfannen, die sind glaub ich eben schwer gewesen, zu servieren. Da musste ich müssen zirkeln, aber er hat das bravourös gemeistert. Ist es angekommen? Ja, ist krass. Irgendwie auf dem Kopf jetzt gerade so. Gang die Händchen holen die hinten. Die Teller sind süssig heiß. Sind auf dem Tisch oben? Auf dem Tisch oben. Ja, der kann auch etwas machen. Also für etwas haben wir geheiratet. Hoch konzentriert und vorsichtig hat Franz die Dauer in die Essstube balanciert. Ja, ich habe nicht so gut zugehört. Ich weiss nicht mehr alles, was sie gesagt hat. Also, darum war ich etwas nervös vorher. Der Franz, der kann's. Punkt. Oder Beat, der Ehemann von der Eliane, ist sich seiner Verantwortung bewusst gewesen. Ja, mit den Tüchli servieren bin ich mir noch nicht gerade so gewöhnt, aber hey, ja. Allerdings hat er schon einen Plan B gehabt. Ich habe ihnen einfach gesagt, sie müssen Teller mehr rüsten, wenn ich einen lasse, gehen, was wir noch einen haben. Was mich einfach wirklich jetzt noch wundern würde, was denn mit dem Reserveteller passiert ist. Ja, der hat es zum Glück nicht gebraucht. Es ist alles gut gegangen, wenn ich eigentlich auch wollte. Ja. Und wer hat den Teller aufgegessen? Ah, ja, das kommt schon weg bei uns. Das ist. Das glaube ich auch. Marcel, du hast dich extra umgezogen. Hast du das Gefühl, da steigen jetzt deine Chancen? Ja, ob jetzt da die Chancen steigen, das weiss ich nicht. Ich habe einfach gedacht,
ich muss mal etwas machen, dass die Landfrauen etwas lustig haben, dass es eine Auflockerung gibt, ein Gesprächsstoff gibt. So, jetzt wollen wir schauen. Die Zeit ist um. Es ist fertig ausgefüllt. So, immer schön ins Kesseli, das kennt ihr ja Anfang. Ein Sieger von unserer Service-Superstar-Wahl winkt nicht nur Ruhm und Ehre von uns allen, sondern auch noch einen Reisegutschein, den er mit der ganzen Familie in der Schweiz weit Bus, Bahn, Hotel oder Schiff darf benutzen. Ja, weite Reisen quer durch die Schweiz habt auch ihr gemacht in den letzten paar Wochen, wo ihr Nancy besuchen geht. Losgegangen mit dieser 16. Staffel ist es in Weissachen, Kanton Bern, bei Anja. Anja, ist es für dich entweder ein Vor- oder ein Nachteil gewesen? Es geht ganz am Anfang, bist du dran gekommen. Es ist schwierig zu sagen. Ich weiß nicht, man kann sagen Vor- oder Nachteil. Ich glaube, ich weiß es nicht. Hast du nicht das Gefühl, der Druck war enorm gross gewesen, wenn man so starten muss und noch keine Vergleich hat? Nein, eben nicht. Eben nicht. Und das Gute ist, ja, wenn man am Anfang dran kommt, dann kann man die anderen 6 Essen einfach geniessen. Das war es, ja, genau. Definitiv. Und wir konnten es auch geniessen, und zwar von Anfang an. Dort, wo es losgegangen ist, bei dir auf dem Hof, Anja, in Weissachen im Kanton Bern. Auf diesem Landwirtschaftsbetrieb ist Anja Maag mit ihrem Mann Markus und ihren 3 Kindern daheim. Die beiden haben sich vor gut 14 Jahren kennengelernt. Zusammengekommen sind wir nachher schon. Ziemlich? Ja. Ich habe gesagt, ich hatte erst mit 18 einen Freund. Ich war gerade 18. Knapp. Der Markus kümmert sich vor allem um die Tiere auf der Maagfarm. Dazu gehören 16 Mutterkühe samt Kälber und 4'000 Biohühner. Vor 5 Jahren haben sie den Hof von seinen Eltern übernommen. Raffiniert mit einem Plattenspielertrick arrangiert Tanja ihre Vorspeise. Also ich wollte unbedingt eine Suppe servieren, die die Frauen selber reingiessen können. Ich finde den Effekt so cool. Es ist eine Bärlauchsuppe mit Leghennen, Fleischbällchen und einem Zitronenmus. Ragout vom eigenen Rind, Herdöpfel-Krokettli und dazu Spargel. Das ist die Hauptspeise. Krokettli, die waren der Hammer. Ob im Dessert beweist Tanja, dass bei ihr noch das Auge mit ist. Jedes Detail sitzt beim Holunderblüten Brumelitron. Wow! Das Kunstwerk, ja. Mhm. Sehr. Mhm. Mega schön. Wow. Also, es war der Traum, wie es daher kam. Danke. Das Unterägerin im Kanton Zug ist Katrin Itte mit den 3 Kindern Alice, Helen und Elias und ihrem Ehemann Franz daheim. Die Woche durch betreuen sie auf ihrem Hof der Laurin und Petra, die kognitiv beeinträchtigt sind. Man sieht, dass Fortschritt macht, selbstständig werden. Und an dem habe ich am meisten Freude und das fasziniert mich. Und auch ihnen so ein Zuhause, ein zweites Zuhause geben. An der Fasnacht vor 11 Jahren hat es zwischen den beiden gefunkt. Es war schön, dass wir einander gefunden haben. Oder? Genau, sonst hätten wir nicht so 3 tolle Kinder. Ja, es ist die Fasnacht auch noch für etwas gut. Eine Randensuppe mit einer Sellerie-Felchen-Meerrettich-Terrine ist der Auftakt von Katrins Menü. Als Hauptgang gibt es einen Hasenbraten. Das Hasenfleisch hat schon seinen eigenen Geschmack. Das ist noch schwierig zu erklären. Und ich habe ihn gut gewürzt. Darum hoffe ich, dass er gut ankommt. Dazu Bärlauchknöpfli und Rüebli-Gemüse. Der Hase. Ich habe gehofft, es kommt nie ein Hase. Es ist Hase gekommen. Und ich hatte es sehr gerne. Also so schlecht kann der Hase nicht sein. Nein. Schau mal. Quitterrouladen, Kirschparfait, Meringue und Rhabarberkompott. Das ist das Dessert und bringt Katrin noch mal ziemlich auf Trab. Los! Was Meringue drauf? Nein. Blüten drauf? Nein. Der Franz hat für die Landfrauen noch eine Überraschung geschreinert. Eine Multischnupfmaschine. Ich kann nicht lachen. Das macht damit Angst. Ah! Ah! Im luzernischen Rohrmatt
bauert Monika Kuhrmann-Emmenegger zusammen mit ihren beiden Kindern, Maila und Linus, und dem Ehemann Thomas. Neben dem Herdöpfelackerbau betreiben sie auch noch Milchwirtschaft und Säulezucht. Wir picken relativ ähnlich. Und wir verstehen uns manchmal sogar ohne Worte. Nein, ist super, mit dir auch zu arbeiten. Ja. Macht Spass. Mit einer Schlüsselblümli-Suppe mit Baumnussbrötli eröffnet Monika ihr Essen. Seitfleisch vom eigenen Hof ist die Hauptspeise. Es ist ein vergessenes Stück Fleisch. Und ich habe es halt sehr gerne. Und darum habe ich gefunden, ja, ich möchte gerne Südfleisch kochen. Dazu gibt es Herdöpfel-Gnocchi, Bohnen und eine weisse Kräutlisauce. Südfleisch ist halt wie Südfleisch ist. Es kann mal ein Stück dabei haben. Südfleisch wird immer ein bisschen so unterbewertet. Dabei ist Südfleisch eine sehr gesunde Garart. Ein Kompott aus karamellisierten Äpfeln, ein Schocki Baumnussherzli und Zitronenmelisse Quarkcreme gibt es zum Dessert. Und für die Monika hat es gerade noch ein Geburtstagsständchen gegeben. Und weil sie musikalisch so gut harmonieren, haben sich die Landfrauen überlegt, auch für das Finale etwas einzustudieren. Sie singen uns live und unplugged Bergliebe von den Genderbüben. Aber natürlich auch für unser musikalisches Trio hier hinter mir. Am Piano Veronika Kalic, Severin Sutter am Cello und der musikalische Leiter, der Bassklarinette, der Dani Häusler. Ja, also wenn das kein Charterfolg gibt, dann weiß ich auch nicht. Kathrin, habt ihr denn jetzt schon einen Bandnamen, wenn jetzt morgen allenfalls einen Plattenvertrag reinflattert? Ja, vielleicht, so wie unsere Zeitung betitelt hat, die kalorienreichen Sieben. Das war tatsächlich mal ein Titel. Ja. Ist nicht so schmeichelhaft, oder? Aber die nehmen es mit Humor. Ja. Sehr gut. Lydia, du bist ja eigentlich so ein bisschen die Fachperson, gerade wenn es um Musik geht, als Vorjodlerin und Dirigentin. Was denkst du, hat das Potenzial? Natürlich, also, wir sind schon gut unterwegs, aber ich weiß nicht, ob das Ziel ist von uns. Ich glaube, es war für unsere Staffel und es ist von Herzen gekommen. Und das mit der Monika ist sehr spontan entstanden. Und mal, ich glaube, es ist uns gelungen. Wunderbar, und wir haben das exklusive Ständchen in diesem Fall von euch sehr, sehr genossen. Lydia, und du hast ja auch dirigiert, wo wir bei euch auf dem Hof waren, in Obwalden. Und zwar nicht nur mit dem Chor und der Küche, sondern auch sehr liebevoll in der Spielgruppe, die ja mehrmals in der Woche bei euch zu Besuch ist. Über ein Dutzend kleine Kinder kommen zweimal in der Woche zu Lydia Barmettler auf einem Bauernhof spielen. Betrieb liegt in Kägiswil im Kanton Obwalden. Selber hat sie einen Sohn, der 8-jährige Luca, zusammen mit ihrem Ehemann Lukas. Wie haben Daddy und Mama sich kennengelernt? Oder viel schon einmal haben sie dich gesehen, glaube ich. Ja. Und
glaube, sind wir am Abend in die Bar gegangen. Ja. Und dann, ja, irgendwie so. Dann hat plötzlich jetzt einen Klick gemacht. Ihre grosse Leidenschaft ist das Jodeln und das Jutzen. Die ursprüngliche Nidwaldnerin dirigiert den Jodlerclub Bergsee-Lungern. Starten tut Lydia ihr Essen mit einem Frühlingsgruß für die Landfrauen. Verschiedene Salate mit einem Cornet, gefüllt mit Frischkäse und verziert mit ungiftigen Blümchen. Zack, zack. Kalbfleischschnitzeli mit Lauch, Äpfel und Pilzen an einer Sauerrahmsauce im Ofenpfännli überbacken. Das ist der Hauptgang. Sehr bodenständig und gleich sehr edel. Ein Rhabarber-Erdbeerkuchen mit einer Meringue-Hube. Das ist ihr Lydia ihr Schlussbouquet. Vollen Einsatz zeigt Daniela Huwiler nicht nur bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch im Kuhstall und auf dem Acker vom Betrieb im Aargauischen Seis unterstützt sie ihren Mann Patrick. Obwohl Daniela erst seit 3 Jahren bauert. Ich habe mal von gar nichts mit Landwirtschaft im Hut gehabt. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Bauer anlache. Aber ich glaube, diesen Satz gebe ich oft von einer Bauernfrau. Aber jetzt ist es gut und ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Vor 2 Jahren ist Tochter Elena mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen. Ihr fehlt der rechte Wadenbeinknochen. Darum muss Daniela regelmässig in die Physiotherapie und zum Orthopäden mitnehmen. Das ist natürlich pures Glück, habe ich gesehen, wie sie umeinander springen, klettern, gumpen mit der Orthese. Wie wenn nichts weh. Ich dachte, das bringen wir nie so an. Und ich bin überrascht und positiv überrascht. Aber ja, es braucht einfach auch viel Geduld und Zeit. Vor 2 Jahren haben Daniela und Patrick geheiratet. Das mit Elena hat uns sicher wahnsinnig fest zusammengeschweißt. Ja, wichtig, dass man für etwas kämpft, das einem wert oder das einem Herz leidet. Sauber gemachte Ricotta auf einem rohen Rande-Carpaccio mit Baumnüssen wird den Gastfrauen im ehemaligen Hühnerstall zur Vorspeise aufgetischt. Die Rande farblich super abgestimmt, Rucola drüber und Ricotta, den hat sie selber gemacht und das war ja auch wirklich sehr fein und fein. Zur Hauptspeise Parmesan-Risotto, gebratene Rotkohli mit falschem Filet vom Säuli an einer Salsa della Nonna, liebevoll verziert mit fragwürdigen Butterblümchen. Irgendwie meine ich jetzt das nur oder haben sie uns das alle genug gesagt? Oh, diese Blumen sind da giftig. Scheibe. Ja, ja. Wir müssen gleich aufklären, Lydia. Ja, das müssen wir dann machen. Ja, genau. Der Rhabarber Streuselkuchen zum Abschluss hat den kleinen Fauxpas aber wieder wettgemacht. Ja, und so hat es in der diesjährigen Landfrauenstaffel sogar noch ein bisschen Botanik-Nachhilfe gegeben für Daniela. Das Butterblümchen auch. Das hätte ich wahrscheinlich schon geärgert. Ja, jetzt habe ich gerade etwas anderes berührt, aber ja, das eigentlich. Wirklich nicht. Es passiert. Es ist ein No-Go. Es ist passiert. Und, ach, wie will ich da böse sein? Es hat es niemand gegessen. Das ist die Hauptsache. Es ist dir jetzt so nahe gegangen, Daniela? Ja, meine Tochter. Einfach alles. Es ist gerade. Ich konnte es nicht können zurückgeben. Genau. Man zeigt ja auch wahnsinnig viel, macht sich natürlich auch eine gewisse Angriffsfläche. Genau. Wenn man das Familienalbum so aufmacht, wie ihr das alle gemacht habt. Aber das haben wir sehr, sehr geschätzt. Danke vielmals an dieser Stelle. Das sind sie, unsere 7 Landfrauen. Und natürlich sind auch sie nicht immer perfekt. Auch sie müssen üben, auch wenn es im Fernsehen einfach so geschliffen und wunderbar rund daherkommt. Und genau diese Versprecher und Stolperer und kleinen Missgeschicke, die wollen wir euch natürlich jetzt an dieser Stelle nicht vorenthalten, weil das sind ja schliesslich immer die grössten Lacher am Set. Mach's mir fertig, los. Sie hat ein sehr wildes, sehr viel Schnaps hängt da. Schnaps! Für die Lampfrauen, die haben das gern.
Ich hatte eben noch nie Heusuppe oder möchte mich nicht mehr erinnern. Ja, bei uns esse ich die Heu Kühe. Eine Kuh hat geschissen und hat der Schmiede gerade ein bisschen... Da, oder? Katastrophe. Scheiße. Du gibst Schlimmeres. Ich bin nicht einmal aufgekommen. Weißt du, wie lange sie das geübt haben? Es hat niemand etwas gemerkt. Aber. Sehe ich gut aus, Kai? Du siehst fantastisch. Danke. Ja, ich muss jetzt zum Coiffeur. Hey, ich habe heute gedacht, nein, was mache ich da mit meinen Haaren? Nein, ja, jetzt bin ich noch voll. Ja, jetzt ist gut, oder? Ja. Gut wäre ein Cremeschnitten. Hast du noch Hunger gehabt? Und ich hab's dir. Sweat, baby, sweat. Gar nicht. Ja, und woher kennen die euch denn? Sie ist die Frau von meinem Mann, aber noch vorher ist sie nicht. Von Brüder. Ich muss zuerst wieder noch einen anderen Schnaps. Schnaps! Aber das hat mich auch mal gesehen. Wie haben die Blumen nicht geheissen? Also, hey, das. Nein, nicht das. Es ist mir wieder in den Sinn gekommen. Die Ringelblumensuppe? Nein. Und noch mega feine Spargel. Eigene Spargel. Spargel. Nein, Scheiße, ich weiß nicht, wie die Blumen nicht geheissen haben. Gut, noch. Heiße Bohnen. Schlüsselblumen! Schon hat es in der diesjährigen Finalsendung auch noch Freudentränen gegeben, die geflossen sind. Da kann man herrlich mitlachen. Und schlussendlich ist es ja Hans Vasseri, ob Schlüsselblumen, Spargel oder Bohnen. Wer interessiert es? Jetzt kommen wir zu der Wahl von unserem Service Superstar. Ich habe das Kuvert hier bereits in Hand. Wir haben eure Stimmen ausgezählt. Und ich kann euch jetzt den Gewinner verkünden. Und der Gewinner ist... Der hat es alle so gut gemacht. Dass wir tatsächlich heute Abend 3 Gewinner haben. Und wir gratulieren Markus Mag, Patrick Huwiler und Marcel Imhof. Herzliche Gratulation. Ihr drei könnt jetzt auf eine Reise gehen? Nein, natürlich nicht. Wir machen es so. Jeder von euch bekommt jetzt einen Reisegutschein über im Wert von 500 Franken, der schweizweit einlösbar ist. Markus? Warte schnell, da sind zwei. Patrick. Marcel. Und weil wir mit diesem Fall nicht gerechnet haben, übergebe ich jetzt der goldenen Mitte unser exklusives Service-Tablett, das wir hier haben, wunderbar graviert mit dem Signet SRF bei den Leuten, Landfrauenküche, der Service Superstar. Und natürlich werden wir jetzt der Schreinerei anrufen und noch 2 zusätzliche Tablette machen. Und ein Gutschein winkt euch daheim. Und zwar nicht nur einen, sondern 5 Gutscheine von der Migros im Wert von je 1'000 Franken. Unser Zuschauerwettbewerb läuft noch ein paar wenige Minuten. Läutet an auf 901 544 911. Der Anruf kostet 1,20 pro Minute. Oder ihr könnt auch gratis via Handy über das Internet teilnehmen.
Und jetzt kommen wir zu jemandem, der rund vor einem Jahr hier an eurer Stelle gestanden und mitgefiebert hat. Und den regelmäßigen Zuschauerinnen und Zuschauer von der Landfrau-Küche kommt sie natürlich bekannt vor. Es ist die Landfrau 2021, Sonja Vogtmeier. Sonja. Du bist erst neben mir gestanden und hast gejubelt über deinen Sieg. Was ist seither alles passiert? Ja, es ist seither ganz viel passiert. Also, es war unglaublich, der Sieg. Klar, man hat das, oder ich habe das noch so im Kopf, wie das war. Unglaubliches Gefühl. Und dann war es richtig toll los. Nachher. Erzähl, hast du uns ein Müsterli, was passiert ist? Also verschiedene Sachen sind passiert. Wir haben gerade darauf unseren Weihnachtsbaum verkauft. Wir haben ein paar Weihnachtsbäume parat. Die sind alle gerade sofort weg waren, weil alle Leute schauen. Nachher sind wir Skifahren. Ich bin auf einem Gondel gesessen, mit Helm, Brille. Da sitzt eine Frau neben mir und sagt, sie sind es, gell, von der Landfrau. Ich dachte, wie hat sie jetzt das herausgefunden? Ja, also so herzige Geschichten hast du einen Haufen erlebt. Genau. Was kannst du der Siegerin so auf einen Tipp mit auf den Weg geben? Gibt es da etwas? Den Sieg geniessen und einfach harren der Dinge, die da kommen. Es passiert ganz viel und es war so lässig. Merci vielmals, Sonja. Du bleibst noch gerade bei uns. Du hilfst mir näher bei den Preisen übergeben. Sicher. Sehr gerne. Danke. Wenn ihr jetzt findet, da wäre ich auch gerne mal mit dabei oder ich kenne jemanden, der gut und gerne kocht, dann meldet euch an. Auf unserer Webseite ist das Anmeldeformular ab sofort aufgeschaltet. Und wer weiß, vielleicht seid ihr nächstes Jahr hier, weil auch 2023 schauen wir den Landfrauen wieder gewundrig in Kochtöpfe. So, gleich ist es soweit. Wir nähern uns mit grossen Schritten unserer Entscheidung vom heutigen Finalabend. Zuerst schauen wir aber noch einmal zurück auf die schönsten Momente und die berührendsten Stimmungen von der diesjährigen 16. Landfrau-Küche-Staffel. Viel Glück in der Küche dann noch, gell? Wir haben es geschafft! Geil, sie machen wir es nochmal! Kiss me, honey, honey, kiss me. Schwelgen. Wenn ihr das gerne wettet, machen in unserer 16. Staffel, dann könnt ihr das. Geht auf unsere Webseite unter srf.ch/shop. Findet ihr die DVD zur Sendung. Und für alle Fans hat es dort auch unser neues Kochbuch mit den Rezepten von den letzten 3 Jahren Landfrauenküche. Ja, schön war es und einer der schönsten Momente. Der kommt jetzt gerade für jemanden von euch, nämlich der Siegesmoment. Jetzt sind wir gespannt. Geht der Titel von der Landfrau 2022 auf Bern zu der Anja Mag?
Vielleicht ist es die Monika, die mit ihren Kochkünsten oben ausgeschwungen ist und jetzt den Titel von Landfrau hat. Oder Daniela Huwiler aus dem aargauischen Seis. Vielleicht ist es auch Helene aus Balderswil im Kanton Thurgau, Lokalmatadorin. Oder vielleicht ist es Lydia Barmettler aus Obwalden. Oder Kathrin Itte aus Unteräger in Zug. Und vielleicht ist es auch Delian Schürpf, der heute Abend hier abräumt und am Schluss das Rennen macht und zoberst auf dem Podest steht. 7 Wochen lang haben sie gekocht, was Hof und Boden hergegeben hat, unsere 7 Landfrauen. Kein Topf war zu schwer, kein Weg ist zu weit. Und jetzt kommt aus, welche von ihnen 7 schlussendlich aufs Podest geschafft haben. Der 3. Platz, Bronzemedaille, geht an Helen Imhoff! Im Wert von 3'000 Franken. Recht herzliche Gratulation. Oh, da freut sich jemand. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem 2. Platz von der diesjährigen Landfrauenküche, der Silbermedaille. Schau, ob die sich auch so freut. Und dort geht ein grosser Applaus und ein Migros-Einkaufsgutschein im Wert von 5'000 Franken an Anja Mag. Herzliche Gratulation. Wow, der 2. Platz, Anja. Ja, mega cool. Sehr schön. So, und jetzt geht es um die Wurst. Ich habe das goldige Gouverne in der Hand. Da steht der Siegerinnen-Name drin. Wer regiert kulinarisch gesehen für 1 Jahr lang unser Land? Und wer gewinnt das prestigeträchtige Amt und einen Migros-Einkaufsgutschein im Wert von 6'000 Franken? Und da ist der Name drin. Die Landfrau 2022 ist Eliane Schür! Hast schon Wort? Ja. Ihr seid einfach wahnsinnig, mich dafür zu stellen. Aber eine würdige Siegerin haben wir hier bei uns. Und der Ehemann, der Beat, war auch ganz gerührt. Er war richtig mitgelitten, gell? Ja, also, wir haben nicht mit dem gerechnet, ja. Wir gratulieren. Herzlichen Applaus noch einmal. Eliane Schürpf, meine Damen und Herren. Landfrau. Gefeiert und angestoßen wird nicht nur hier bei uns, sondern auch bei euch daheim. Namen von unseren Gewinnerinnen und Gewinnern vom Zuschauerwettbewerb sind jetzt auf unserer Webseite aufgeschaltet. Merci vielmals. Wir stoßen an. Danke, Sonja, auf die Landfrau 2022. Und ich sage danke, dass ihr auch diesen Frühling wieder Freitag für Freitag mit unseren Landfrauen mitgefiebert habt. Einen schönen Abend und auf Wiedersehen.